José Luis Calva Zepeda wurde am 20. Juni 1969 in Mexiko geboren. Als er 2 Jahre alt war, starb sein Vater. Seine Mutter brachte in der Folge häufig Männer mit nach Hause, die der junge Zepeda Vater nennen musste. Mit 7 Jahren wurde er von einem Freund seines älteren Bruders vergewaltigt. 1996 heiratete er und wurde zweifacher Vater. Seine Frau ließ sich aber nach einer Weile scheiden und zog mit den gemeinsamen Kindern in die USA. Zepeda begann, Drehbücher zu schreiben. Er hoffte, seine Horrorgeschichten würden ihn irgendwann großen Erfolg bringen. 2004 wurde seine damalige Freundin zerstückelt aufgefunden. Er führte später wieder eine Beziehung, doch am 6. Oktober 2007 verschwand seine Freundin. Eine Polizeieinheit drang einige Tage später in sein Zuhause ein, um ihn wegen Mordverdachts festzunehmen. Zepeda sprang durch das Fenster, um zu fliehen, doch er verletzte sich dabei schwer und wurde in Gewahrsam genommen. Man fand in der Wohnung die verstümmelte Leiche seiner Freundin. Im Kühlschrank befand sich Menschenfleisch. Die Polizei hatte ihn beim Essen gestört. Eine Untersuchung ergab, dass es Menschenfleisch war, welches mit Zitrone gewürzt war. Auch gefunden wurde ein Bild von Anthony Hopkins, der in Das Schweigen der Lämmer den Kannibalen Hannibal Lecter darstellte. Am Morgen des 11. Dezember 2007, noch bevor die Ermittlungen abgeschlossen waren oder er offiziell unter Anklage stand, erhängte sich Zepeda in seiner Zelle. Er wird auch mit dem 2004 verübten Mord an seiner damaligen Freundin und der Ermordung einer Prostituierten, die im April 2007 gefunden wurde, in Verbindung gebracht. Man geht davon aus, dass Zepeda bis zu 8 derartige Verbrechen begangen haben könnte.